wo dann niederländisches Recht gilt und eben die Möglichkeit besteht, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Eine weitere Organisation, die Rebecca Gompertz 2005 gegründet hat, ist Women on Web. Women on Web, ich habe es schon angedeutet, bietet Beratung auch übers Internet an für die Frauen, die eben keinen Zugang zu Informationen haben, die keinen Zugang zu medizinischer Beratung haben. Und das ganze Konzept beider Initiativen geht natürlich darauf zurück, dass es vor allem darum geht, das Recht zu ändern. Auf der einen Seite, aber solange das Recht noch nicht da ist, Frauen in Not eben auch ganz praktisch und hier und heute zu helfen. In einem Interview im Guardian vor einigen Jahren wurde Rebecca Gompertz gebeten, sich selbst zu beschreiben. Sie sagte, Zitat, ich glaube, einer meiner Stärken war, das Unmögliche möglich zu machen. Das passt also wunderbar zum Motto unserer gesamten Konferenz hier, das Unmögliche möglich machen, unerhört sein, wagen, was andere sich nicht trauen zu sagen, das war immer eine Stärke von Frauen. Ich möchte mit Ihnen, Frau Busch, beginnen und Sie danach fragen, wie Sie aktuell die rechtliche Situation in Deutschland, in Europa einschätzen. Vor 20 Jahren, auch das wissen viele nicht mehr, wurde die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland neu geregelt. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie diese Regelung für gut halten. Vor 20 Jahren, immerhin, hätten wir auch die guten Lösungen der DDR erben können. Ich glaube, Sie werden darauf eingehen, dass diese Chance verpasst wurde. Ich möchte Sie einfach fragen, wie Sie die damalige Debatte einschätzen und was Sie denken, was heute eine Möglichkeit wäre, diesem Ziel zur Straffreiheit zu gelangen, wie wir diesem Ziel näher kommen können. Danke erstmal. Ja, Sie dürfen einfach anfangen mit dem, also wir haben uns auch überlegt, dass es toll ist und es sind sehr viele Junge hier, eben einfach auch nochmal den historischen Kontext herzustellen. Wo kommen wir eigentlich her aus der Diskussion um das Menschenrecht auf Abtreibung? Ja, das ist nicht von ungefähr interessant, weil wenn ich hier so in den Saal gucke, sitzt ein erheblicher Teil von Frauen und Männern hier im Raum, die wahrscheinlich um die Zeit, als die gesetzliche Neuregelung in Deutschland getroffen wurde, gerade geboren waren oder noch nicht mal, ne? So. Und die also gar nicht angedockt sind an die Debatten, Kulturen und Hintergründe, die wir in uns aufgesogen haben und die wir so fast als für selbstverständlich haltend immer meinen, vor uns hertragen zu müssen, beglückend auch die nun nächstfolgende junge Generation. Und, aber die Bedarfe sind eigentlich da, diese Zusammenhänge herzustellen. Wo sind wir heute, wo sind wir hergekommen, wo wollen wir hin? Das ist ja nur in diesem Kontext auch gut zu beantworten. Wenn ich habe das vorhin so im Vorgespräch kurz erzählt, wenn ich meine Studierenden der sozialen Arbeit frage, was sie denn meinen, wo der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland geregelt ist, dann kommt häufig so ein Schulterzucken und ein Gucken und ein Überlegen und dann kommt tatsächlich das BGB oder das KJHG oder das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Aber manchmal fällt dann auch irgendjemandem irgendwann und irgendwo ein, dass er schon mal was von 218 gehört hat. Und wenn dann kenntlich wird, dass das ein Paragraph im Strafgesetzbuch ist, dann ist erstmal ein Erstaunen im Raum und vielleicht auch ein Erschrecken bei einem Teil der Studierenden, bei einem anderen Teil der Studierenden vielleicht aber auch sowas wie, das wird dann auch geäußert, naja, das ist doch vielleicht auch ganz richtig, wenn die Gesellschaft kenntlich macht, es ist doch Tötung ungeborenen Lebens, da muss doch irgendwie etwas auch geregelt werden, das kann man doch nicht einfach so anders machen. Also ich sage das deshalb hier so einführend, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir heute voraussetzen können, dass noch gewusst wird, wie die gesetzliche Situation in Deutschland heute ist und wie sie sich begründet.
Das Ganze ist aber korrespondiert aber damit, dass wir heute in einer Zeit leben, die einen relativ guten Zugang zum Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft ermöglicht und mithin so eine Art Klima von entspannter Liberalität durchaus vorgaukelt oder es möglich macht, das so zu betrachten. Ja, wir haben doch eigentlich gar keine Baustellen, gar keine Handlungsbedarfe mehr. Das war eben mal deutlich anders. Das war auf jeden Fall deutlich anders in der Bundesrepublik bis Anfang der 90er Jahre. In dieser Zeit gab es ausschließlich die Möglichkeit, über Indikationen, die als Ausnahmeregelungen im Rahmen des Strafgesetzbuchs vorgemerkt waren, einen Schwangerschaftsabbruch zu haben. Das heißt, es gab auch nicht, so wie heute, die Möglichkeit, nach der Beratungsregelung für sich als Frau oder Paar zu sagen, wir wollen diese Schwangerschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht austragen, wir wollen einen Abbruch machen, sondern es brauchte die Indikation durch einen Arzt, der eine Notlage bestätigt, bescheinigt. Wir haben auf der anderen Seite die DDR gehabt, also den zweiten deutschen Staat, der zum Thema Schwangerschaftsabbruch zum damaligen Zeitpunkt eine fundamental andere Rechtslage hatte. Seit 1972 galt in der DDR das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft, so war der damalige Sprachgebrauch. Und dieses Gesetz für die Unterbrechung der Schwangerschaft war außerstrafrechtlich gefasst, also nicht als Tötungsdelikt, als Straftatbestand gegen das Leben, wie das in der BRD geregelt ist, sondern außerstrafrechtlich gefasst und war verknüpft damit, dass Frauen den Zugang haben zum Schwangerschaftsabbruch, Krankenkassen finanziert, ohne Beratungspflicht, mit Anspruch auf unentgeltliche Kontrazeptiva, unabhängig vom Einkommen oder von irgendetwas und begründet mit der Gleichstellung der Frau. Also auch eine, wenn man so will, für die damalige Zeit, wir befinden uns immerhin Anfang der 70er Jahre, sehr progressive Rahmung der Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu können. Und dann haben wir die Situation Anfang der 90er Jahre gehabt, dass das Zusammengehen von BRD und DDR damit verknüpft war, dass vieles an Rechtssystemen neu geregelt werden musste und natürlich auch das Thema, wie geht das jetzt hier nun mit dem Schwangerschaftsabbruch weiter, wenn zwei so absolut konträre Sichtweisen auf die rechtliche Situation und die Zugangsmöglichkeiten von Frauen verhandelt werden. Vielleicht wissen das einige von Ihnen noch, es wurde damals ein Einigungsvertrag geschlossen und dieser Einigungsvertrag wäre beinahe daran gescheitert, dass man zu dieser Frage eben keine Einigung finden konnte. Die Ostfrauen waren so widerständig, die wollten nicht in 2018 und im Westen war sozusagen noch genügend feministische Power, lieber diese Ostregelung auch für eine gesamtdeutsche Regelung zu haben. Aber es war eben auch eine ganze Menge an Gegenwind, sodass sich diese Regelung nicht durchsetzen ließ, sondern ein Kompromiss geschlossen wurde, den wir seit 1995, also 96 dann zur Geltung kommend, in Deutschland haben. Wir haben nach wie vor den Schwangerschaftsabbruch als Straftatbestand gefasst. Das heißt, Frauen, Ärzte sind grundsätzlich unter Strafe gestellt, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir haben drei Ausnahmebestimmungen, die es ermöglichen, dennoch einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu können. Zwei Indikationen, medizinisch, kriminologisch und eben den Abbruch nach der Beratungsregelung, der dann im Paragraphen 219 nochmal explizit ausgeführt ist. Und das ist der Ausgangspunkt, von dem aus wir gucken. Das heißt, wir haben eine Situation, auf der einen Seite eine Verschlechterung aus der Perspektive der ostdeutschen Frauen oder aus der Perspektive dessen, was möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite eine Verbesserung aus der Perspektive der westdeutschen Frauen. Und
aus der Perspektive dessen, was überhaupt in dieser vertrackten Situation möglich war. Ja, diesen Abbruch auf der Grundlage der Beratungsregelung zu fassen, aber nach wie vor im Strafgesetzbuch. Und was dann einsetzte, das würde ich doch gerne zum Schluss noch anmerken, war irgendwie erstmal ein weitgehend ja, großes Schweigen, also so ein Arrangieren mit der neuen Situation. Die einen konnten und wollten nicht mehr kämpfen, weil sie sagten, es hat alles keinen Sinn mehr, das ist jetzt eben die Situation, die wir haben. Die anderen haben sich zurückgelehnt und haben gesagt, ah, mit der Situation kann man ja leben. Beratungsverbände haben sich irgendwie arrangiert. Die Politik war froh, dass ein Kompromiss gefunden wurde. Nicht mal mehr für die Wissenschaft wurde Geld für Forschung zum Thema zur Verfügung gestellt. Und auch die Frauen haben sich arrangiert weitgehend und ihren Weg, ihren Zugang gefunden und sich mit dieser Situation auch ein Stückchen abgefunden. Jetzt sind wir in der Zeit, wo sich was verändert, ne? wo was aufbricht und so eine Veranstaltung wie die heutige reiht sich in diese Situation, glaube ich, ganz gut symptomatisch ein. Ja, erstmal danke, Frau Busch. Auch für diesen, wir müssen gar nichts machen, einfach ablegen und dann ist gut und dann springt es nachher wieder an. Ich denke, das ist ein ganz guter Sprung zu dir, jüngere Generation. Du hast die großen Kämpfe der Frauenbewegung um die Reform oder um die Abschaffung, wir haben die Abschaffung des 218 gefordert. Du als jüngere Frau, wo denkst du denn, ist das Thema 218 und das Recht auf Abtreibung heute noch von politischer Relevanz? Wie bist du denn zu diesem Thema gestoßen als Frau, die denkt, es ist ja alles geregelt jetzt, ne? Wie schaust du heute auf die Herausforderung 218? Also ich glaube, ich bin 87 geboren und ja, es stimmt, also ich war sozusagen nicht selber anwesend in dieser Zeit, als es wirklich die großen Auseinandersetzungen gab. Ich glaube aber, dass es in meiner feministischen Sozialisierung oder in meiner Politisierung trotzdem eine absolut zentrale Rolle gespielt hat und jetzt gerade auch mit den Debatten, die wir auf europäischer Ebene haben, auch nach wie vor tut. Und ich glaube, dass es für mich auch in einer, ja, in einem jüngeren Alter ein sehr großer Anknüpfungspunkt war, weil es ein Thema ist, was einerseits natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, aber ich glaube, diese Debatte ist deshalb auch so zentral, weil es eben bei der Frage um Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich um eine Frage von einem Verständnis weiblicher Körperlichkeit in der patriarchalen Gesellschaft geht. Und diese ganzen Diskurse, die wir führen, also sei es um den 218er oder sei es in anderen europäischen Ländern oder sei es überall auf der Welt, dann ist es eben immer wieder eingebunden in die Frage, wer hat eigentlich Macht über den weiblichen Körper? Und ich glaube, das war für mich schon auch so eine Initiationszündung, als ich 15, 16 war, mir darüber Gedanken zu machen, was kann ich eigentlich über meinen Körper entscheiden und was kann ich über meinen Körper nicht entscheiden. Und deshalb glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Debatte weiterführen und freue mich deshalb auch, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und eben jetzt in meiner Rolle im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenrecht im Europäischen Parlament ist das auch immer wieder das Thema, wo dann die große Kontroverse losbricht und wo sich dann, kommen wir gleich noch zu, aber wo sich dann auch immer wieder zeigt, da weibliche Körper scheinen halt nach wie vor der Angriffspunkt zu sein, wo sich die Konservativen und die Reaktionären so stark fühlen, dass sie wirklich in die Offensive gehen. Und deshalb glaube ich, dass diese Debatte weiter zu führen und auch von unserer Seite zu schauen, was machen wir, was können wir machen, sehr, sehr zentral ist. Also ich würde gar nicht sagen, dass das für mich jemals ein altes Thema war, was geklärt ist, sondern dass es für mich immer in meiner Sozialisation eine sehr große Rolle gespielt hat. Ja, vielleicht einfach als Nachfrage. Also wir werden ja noch zum Thema Straffreiheit kommen. Frau Busch hat ja unter anderem darauf verwiesen, wenn sie ihren Studentinnen erläutert, ne, dass einerseits das Recht auf Abtreibung im Strafgesetzbuch steht, die eine Hälfte erschüttert ist und die andere sagt, ja, ist doch aber vielleicht richtig so. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du, das werden wir ja auch nachher mit Ihnen diskutieren, wie dieses Thema, das hochethisch aufgeladene Thema, dass wir ungewolltes Leben oder Leben abtreiben oder töten, wie wird das eigentlich unter jungen Frauen oder auch in deinem politischen Kontext diskutiert? Ist ja auch bei den Grünen umstritten.
Es ist auch bei den Grünen umstritten, aber mein politisches Umfeld ist da ziemlich stark und ich glaube, da wären wir wahrscheinlich in den Diskursen, wo ich so drin stecke, hauptsächlich auf der Seite der Erschütterten oder auch derjenigen, die natürlich politisch dagegen kämpfen, dass es im Strafgesetzbuch geregelt ist. Ich weiß aber eben nicht, ob die Menschen, mit denen ich hauptsächlich meine Zeit verbringe, ganz repräsentativ für die deutsche Gesellschaft sind. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber ich glaube, diese Empörung und das als Angriff zu verstehen, auch auf ein, wirklich auf ein Menschenrecht, was wir als Frauen haben und auf Selbstbestimmung von Frauen, die ist in meinem Umfeld ganz klar immer noch da und ich glaube, auch der Willen, dafür zu kämpfen, dass sich das ändert, ist immer noch da. Ja, wir werden ja ganz sicherlich über Allianzen und Bündnisse, wie kommen wir auch in, was das Selbstbestimmungsrecht und die Straffreiheit angeht, in die Offensive später diskutieren. Erstmal soweit danke für deinen Einblick. Ich würde dann gerne Frau Gompertz fragen, als Sie Women on Waves gegründet haben und begonnen haben, sich auf ihre Schiffsreisen von Land zu machen. Da sind sie auch 2001 nach Irland gereist, 2003, glaube ich, nach Polen, nach Portugal, nach Spanien, 2004 und 2008. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was hat sich aus Ihrer Sicht auf europäischer Ebene eigentlich an Fortschritten ergeben? Portugal und Spanien haben die Abtreibung entkriminalisiert, aber wie sehen Sie insgesamt die rechtliche Situation in Europa aus, auch gerade Ihrer Perspektive? Wo würden Sie als, wenn es ein Schiff überhaupt hinkommt, wo würden Sie als erstes mit Ihrem Schiff hinreisen auf der Landkarte Europas? Okay, also in Europa, hallo alle. Okay, also in Europa sind noch einige Länder, wo Abtreibung noch immer es ist überall kriminalisiert, aber auch was auch nicht zulässig ist, wenn dem Frau dem Not hat. Also zum Beispiel in den Niederlanden kann man eine ist auch im Kriminalgesetz, aber wenn es ein Notfall ist, für die Frau kann sie dann eine Abtreibung bekommen. Aber den Ländern, wo es noch immer sehr schlimm ist, ist Polen, Irland, Malta. Und auch Vatikanstadt natürlich. Frauen, ich glaube, es gibt einige Frauen, die in unterschiedlichen Positionen sind dort, vielleicht die Vatikanstadt sauber machen. nein, aber und auch Andorra zum Beispiel, dieses kleine Stadt auch. Also Malta ist natürlich ein sehr interessanter Platz noch für uns, um hinzugehen mit dem Schiff. Ich glaube selbst, dass das Problem auf Moment ist, dass das für viele Frauen ist das Gesetz, das geht schon. Sie können Zugang kriegen zum Abtreibung. Wir kriegen immer die E-Mails von Frauen, die nicht Zugang kriegen zu dem Abtreibung. Das sind illegale Frauen, die kein Geld haben, wenn sie dafür bezahlen müssen. Das sind auch zum Beispiel Mädchen, die unter einer sehr kontrollierten sozialen Umständigkeit leben. Muslimfrauen oder auch sehr katholische Frauen, die bei ihren Eltern, die können nicht nur alleine weggehen und nach einer Klinik gehen. Und ich glaube, das, was dem Gesetz macht, das zu kriminalisieren, ist nur ein Punkt, aber auch zum Kontrollieren, dass es nur in einigen Plätzen gemacht werden könne. Das sind die Kliniken, der Abtreibungskliniken, das Problem ist, dass jeder weiß, das ist eine Abtreibungsklinik. Also viele Frauen wollen da nicht hingehen, weil sie will nicht eine Abtreibungsklinik, sie will eine Abtreibung. Aber die Abtreibungspille hat das alles so geändert. Die Abtreibungspille sollte viel weiter, available, zugänglich machen würde, sodass, wenn ein Mädchen nach einem Arzt geht, dass sie das immer bekommen kann. Und die Eltern brauchen das nicht zu wissen. Oder es ist auch viel, das kostet auch viel minder wie eine chirurgische Abtreibung. Eine Abtreibungspille kann man bekommen für 20 oder 30 Euro. Das ist etwas, das meiste Personen können das bezahlen. Also ich glaube, dass
dass das das Problem in dem ganzen Europa ist, weil auch wenn man nach Österreich guckt zum Beispiel, Frauen müssen da selbst ihre Abtreibung bezahlen. Das ist 400 oder 450 Euro. Das ist viel Geld. Und ja, also es, was es macht in Geschichte, es macht soziale Unrecht, glaube ich, und das ist, weil es geändert werden muss. Beraten Sie bei Women on Web viele europäische Frauen oder ist es mehr... Ja. Viel von Irland und Polen. Und die kriegen dann auch die medikamentöse Abtreibung nach ihr Haus geschickt. Und wir kriegen auch mal Versuche von Frauen von hier. Aber dann verweisen wir sie nach Pro Familia, weil die, wenn die Pille hier hingeschickt werden, werden bei dem, was ist das, Customs? Bei dem Zoll, die kommen nicht drin. Ja. Ja. Wie können Sie denn in Polen, also geht es online, geht es ja auch wunderbar über die Grenze hinweg, aber wie machen Sie aufmerksam auf Ihre Arbeit, dass Sie Beratungsleistung machen? Hat sich das einfach rumgesprochen? Also ich glaube, also Women on Web ist nun seit 10 Jahren da schon. Ja, wir sind 10 Jahre alt. Also wann Women on Web angefangen hat, war die Kampagne mit dem Schiff in Polen, hat basiert 2 Jahre davor. Und ich glaube, dass unsere Arbeit, zum Beispiel, wir haben eine Million Visitors auf der Website pro Monat. So, die Frauen finden das bei Google. Sie googeln und dann finden sie dem Website. Aber auf Moment, dem Situation hat sich so geändert, weil da sind so viele Websites auf Moment, die der Abtreibungspille, da ist ein gigantisches Underground Market. Untergrund. Ja, Untergrundmarkt. Und das Problem ist, dass dann die Qualität ist nicht immer ein Schwarzmarkt, ja. Und ich glaube, das Unterschiedliche mit Women on Web ist, wir sind richtig eine feministische Organisation und es ist eine Non-Profit, also die Frauen, die kein Geld haben, die kriegen das von nichts. Die brauchen nicht, kein Geld zu geben. Und es ist eine, so, und Wir arbeiten mit von einem frau-rechtlichen Hintergrund und nicht von einem kommerziellen. Mhm. Ja, gerne. Aber ich mache ein Ding sagen, weil das habe ich versprochen. Da ist auch eine Initiative hier in Berlin, das heißt Kokobasia, dass die Frauen von Polen, die dann nach Berlin fahren werden vor einer Abtreibung, die können dann bei ihnen stehen. Schlafen. Machen wir gleich, wenn wir Aktionen, Kampagnen, gerne, Thierry. Ich würde auf 2 Beispiele gerne nochmal genauer eingehen. Ich finde Malta auch ein ganz interessantes Beispiel, weil Malta nach wie vor Abtreibungen in jedem Fall kriminalisiert, aber zum Beispiel im Bereich von intersexuellen Recht gerade die progressivste Gesetzgebung in ganz Europa hat. Also auch eine sehr spannende Gesellschaft, was da gerade passiert. Aber ich wollte noch auf 2 Beispiele eingehen. Das eine ist Spanien, das hattest du gerade schon angesprochen. Die Sozialisten haben Abtreibung, das Recht auf Abtreibung liberalisiert. Und dann, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, hat die konservative Regierung versucht, das sozusagen zurückzudrehen. Und ich finde, da sieht man sehr genau diese Entwicklung des Backlashes. Das ist ja so ein Begriff, der auch immer wieder kommt, dass es sozusagen gerade neokonservative Strömungen gibt, die erkämpfte Rechte, also ich glaube, das Recht auf Abtreibung ist da nur ein Beispiel, probieren wieder zurückzudrehen. Und da hat sich eine massive Gegenbewegung von spanischen Feministinnen, die mit dem Symbol des Kleiderbügels, das habt ihr vielleicht gesehen, also auch ein Symbol für eben unsichere, illegale Abtreibung, auf die Straße gegangen sind. Und die haben die konservative Regierung in die Knie gezwungen und die haben dann diese Verschärfung wieder zurückgezogen. Also das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Beispiel. Und das zweite Beispiel ist nochmal, weil selbst in Ländern, wo das Recht auf Abtreibung offiziell gewährleistet ist, also zum Beispiel Italien, ein Land, in dem es trotzdem ganz viele Frauen Probleme haben, Zugang zur Abtreibung zu bekommen, weil sich ganz, ganz viele Ärzte weigern, Abtreibungen durchzuführen. Und es sind nicht nur, also das ist wirklich eine ganz relevante Zahl und deshalb eben dann keinen Zugang bekommen können, weil in ihrer Gegend, in ihrem Umfeld es eben keine Klinik gibt, wo sie die Abtreibung durchführen können. Also selbst wenn es erkämpft worden ist, wenn es legal ist, dass es dann trotzdem den Zugang nicht gibt. Und ich glaube, das sind nochmal Beispiele auch im Kopf zu haben, womit wir es in den unterschiedlichen europäischen Ländern zu tun haben. Genau. Vielleicht Sie auch, Frau Busch,
Können Sie noch mal was zur Situation in Frankreich sagen? Dort kennen wir ja auch die Bilder von großen Demonstrationen gegen Abtreibung. Aber wie ist die rechtliche Situation in Frankreich? In Frankreich ist es ja schon vor langer Zeit gelungen, dass der Schwangerschaftsabbruch außerstrafrechtlich geregelt werden konnte im Rahmen eines Gesundheitsgesetzes. Also dort ist es näher dargelegt gewesen, wie die Konditionen dann zum Schwangerschaftsabbruch auch sind, inklusive Bedenkzeiten, was dort eben so spezifische restriktive Facetten sind und einer gewissen moralischen Botschaft, die bis vor einem Jahr darin bestanden hat, dass das Recht auf den Zugang für einen Schwangerschaftsabbruch nach diesem Gesetz bei Vorliegen einer Notlage besteht. Und das Wunderbare, was den französischen Aktivistinnen gelungen ist, ist, dass sie auch diesen Notlagenpassus nun inzwischen gekippt haben. Das heißt, das ist ein eine ganz wichtige Errungenschaft, dass damit der Zugang zu einem Schwangerschaft, das Recht im Zusammenhang mit einer ungewollten Schwangerschaft, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen zu können, nun gegeben ist, ohne dass es noch an eine solche moralische Klammer des Nachweises einer Notlage und damit einer ausgesprochenen Missbilligung, die damit ja einhergeht. Also wenn ich mich in keiner Notlage befinde, dann muss ich darüber nachdenken, was ich eigentlich für ein Mensch bin und also besser befinde ich mich in einer Notlage. Also so, das sind so die kruden Geschichten und das ist ausgehebelt und damit hat Frankreich eigentlich eine sehr beispielgebende Situation herbeigeführt, die, ich glaube, einen großen Seltenheitswert in Europa hat, was auch diese außerstrafrechtliche Fassung und ihre Ausgestaltung betrifft. Ich würde gerne noch eine Sache zu Deutschland anmerken wollen. Ich finde das enorm wichtig, was Rebecca Gompertz sagt, also zu der speziellen Situation von bestimmten Frauen, für die eure Initiative, aber auch andere Initiativen, die es auch, oder auch Möglichkeiten, die wir versuchen in Deutschland zu schaffen, Frauen Zugang zu haben, die ihren illegalen Aufenthaltsstatus haben etc., Hilfen zu geben. Also das wird ja jetzt durch die Situation, die wir in Deutschland haben, was den Flüchtlingszustrom befindet, noch mal dramatischer und das ist unbedingt wichtig, dass da sich gut Gedanken gemacht wird, wie man was platzieren kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass auch für die Frauen, die sich eigentlich in der Situation wähnen, naja, so einen Zugang doch zu haben zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, sich eine sehr doppelte und dreifache Situation herstellt in Form einer gefühlten Missbilligung. Und es ist ja auch eine tatsächliche Missbilligung. Es ist eine juristische Missbilligung, die der Staat ausspricht mit dem Paragraphen 218. Und es ist die Übersetzung einer grundsätzlichen moralischen Missbilligung, die er damit ja auch in juristische Form gießt. Und das wird gespürt. Das wird gespürt und das trägt dazu bei, dass geschwiegen wird, dass damit in der Folge zum Thema Schwangerschaftsabbruch eine Individualisierung, eine Vereinzelung einsetzt und nicht mehr so ein kollektives, gesellschaftliches Akzeptieren, dass das ist eine Situation, in die eine Frau geraten kann und für die es dann eine Lösung und eine Antwort geben muss, sondern das wird dann ein Geheimnis, dass die Spatzen zwar eigentlich von den Dächern pfeifen, aber dieses Moralisierende setzt sich sozusagen drauf und macht etwas mit allen Beteiligten. Man könnte es noch, vielleicht haben wir dazu noch Gelegenheit. Nee, ich möchte noch zu anderen Themen kommen. Ich unterbreche Sie wirklich ungern, weil diese psychologische, gesellschaftliche Situation, die Vereinzelung ist ja Tatsache, dass sie hier gar nicht mehr, dass es 218 gar nicht mehr politisch diskutiert wird, geschweige denn gesellschaftlich. Ich habe Ihnen mehrere Runden hier angekündigt und ich denke, Sie interessieren sich ja auch sehr dafür, mit welchen Angriffen wir es zu tun haben von religiösen, politischen Fundamentalisten und Fundamentalistinnen auch. Es sind ja auch Frauen, die sich da an die Spitze der Bewegung stellen, uns als Mörderinnen und sonst was zu bezeichnen.
ich würde gerne mit dir, Thierry, ich habe ja auch zitiert, was du für Hetz-Mails bekommst. Ich fände es ganz schön, wenn jede von euch berichtet, mit welchen Anfeindungen, mit welchen Diffamierungen, mit welchen auch handfesten Drohungen ihr zu kämpfen habt, wenn ihr euch für das Menschenrecht auf Abtreibung einsetzt. Vielleicht machst du es einfach auch mal konkret und plastisch, was da über euch hereinbricht, wenn ihr euch für die Frauenrechte einsetzt im Kontext von Abtreibung. Also vielleicht sage ich erstmal grundsätzlich, dass genau diese Gegenbewegung, die du ansprichst, die formiert sich gerade massiv auf europäischer Ebene. Ihr habt vielleicht schon mal von dieser europäischen Bürgerinitiative One of Us gehört. Da wurden die größte Bürgerinitiative nach TTIP, ne? TTIP wurde ja gar nicht als europäische Bürgerinitiative zugelassen. Ja, aber es gab noch Right to Water. Ja, die haben über 1 Million Unterschriften gesammelt, um zum Beispiel in der Wissenschaft die Arbeit mit embryonalen Stammzellen zu verhindern, um in der Entwicklungszusammenarbeit keine Organisationen mehr zu unterstützen, die auch Familienplanung anbieten, und ein paar andere Sachen waren noch in dieser Bürgerinitiative mit drin. Die ist von der Europäischen Kommission abgewiesen worden, richtigerweise meines Erachtens nach. Aber das war eben für ganz viele dieser Abgeordneten, also es sind sowohl Abgeordnete als auch dahinterstehende zivilgesellschaftliche Organisationen, es ist ein ziemlich großes Netz in ganz Europa, hat es ganz viel Auftrieb gegeben, weiterzumachen. Und ich habe euch einfach mal, da muss ich die Technik, ich habe euch einfach mal, damit ihr einen Eindruck bekommt, was wir da, also jetzt im Rahmen der Diskussion mit dem Tarabella-Bericht, aber es gab auch... Oder? Ne? Okay. Technik einfach. Ja, ich erzähle euch das schon mal und dann... wenn wir uns das gleich noch anschauen, im Rahmen dieser Berichte, wo eben ganz explizit das Recht auf Abtreibung als Menschenrecht, sexuelle und reproduktive Rechte klar drinstehen, da sind dann immer wieder Kampagnen gefahren worden dagegen. Das wird getragen nicht nur von den ganz Rechten im Europäischen Parlament, sondern in großen Teilen auch von den Konservativen, also von der Fraktion, in der die CDU-CSU mit drin sitzt. Und da werden an ganz vielen Stellen auch Veranstaltungen gemacht. Es werden eben diese Spam-Mailings organisiert. Da haben wir vor allem im Rahmen des Tarabella-Berichts sehr, sehr viele Hass-Mails bekommen. Also das ging wirklich von... Ich bete für Sie, also der ganz soften Version über, das ist Mord und Folter, bis hin zu Holocaust-Vergleichen, also der Baby-Holocaust sozusagen, direkte Bedrohung, das rot-grüne Gesocks muss ausgemerzt werden, und an solchen Stellen, das sind dann nicht E-Mails, wo wir 20 oder 30 E-Mails bekommen, sondern ich glaube, jemand hat gezählt und es waren 5000 E-Mails, die wir da in einer sehr kurzen Zeit bekommen haben. Und daran sieht man einfach, wie organisiert mittlerweile diese Gegenbewegungen sind. Und ich glaube, dass wir da ganz klar als Menschen, die sich eben für Frauenrechte und feministische Anliegen einsetzen, zusammenstehen müssen. Ich hätte jetzt gerne noch mal... Ich hätte gerne noch mal das eine Plakat, wenn das jetzt gerade technisch nicht geht, dann würde ich euch das trotzdem noch mal kurz beschreiben. Es gibt nämlich einen neuen Mythos, der gerade nach Europa überschwappt, den es schon länger in der US-amerikanischen Debatte gibt. Und da geht es um Organhandel mit Organen von abgetriebenen Föten. Und da läuft gerade eine Kampagne gegen Planned Parenthood in den USA, denen vorgeworfen wird, damit Geld zu machen, eben Organe zu handeln von abgetriebenen Föten. So absurd sich das jetzt anhört, es gibt jetzt, und da wollte ich euch das Plakat für zeigen, eine Veranstaltung am 15. Oktober, das ist am Mittwoch, glaube ich. Das war letzten Mittwoch. Zeitmaschine. Und der Titel dieser Veranstaltung ist eben What's the Price of a Baby's Heart? Und mit diesem Wording und mit dieser Form von Emotionalisierung des Themas, mit Falschbehauptungen natürlich alle Nase lang, setzen wir uns da gerade auseinander. Ich glaube, das zeigt nochmal die Härte auch, mit der ganz viele der AkteurInnen da in die Debatten gehen. Und vielleicht noch als letzten Satz, es wird ganz häufig gesagt, ja, ach so.
Genau, das ist hier Sale of Baby Organs, Truth about the Abortion Industry. Und wie ihr hier unten auch seht, sowohl diese Kampagne One of Us unterstützt das, als auch die EPP, das sind die Konservativen im Europäischen Parlament. Und diese Lila Rose, die ist ziemlich bekannt in den USA, diese Live Action, das ist eine Organisation, die eben unter anderem auch die Kampagne gegen Planned Parenthood vorantreiben. Und hier ist auch nochmal ein Bild. Da ist eben Harvesting is for crops, not for human hearts. Also Ernten ist für Nahrungsmittel, nicht für menschliche Herzen. Also es wird ganz stark ein Diskurs aufgebaut, dass eine große, also eine Verschwörungstheorie, dass eine große Industrie dahinter steht, die ein Interesse daran hat, dass Frauen Abtreibungen durchführen und dann die Organe der abgetriebenen Föten gehandelt werden. Das vielleicht mal als erster Eindruck, womit wir da gerade uns auseinanderzusetzen haben. Ja, erschütternd genug und auch schön, dass du ein paar Bilder mitbringst. Ich habe die so auch noch nicht gesehen. Danke. Frau Gomperz, auch Sie sind ja geübt in der direkten Konfrontation mit Abtreibungsgegnern. Wer den Film gesehen hat, Vessels sieht, wie eben mobil gemacht wird, schildern Sie uns doch, wo Sie sehen, auch argumentativ, wer sind die Abtreibungsgegner, wer greift sie an, wie wird es gemacht, was sind die Argumente? Okay, also das ist, ich meine Deutsch, okay, entschuldige mich, ich versuche es. Nein, it's okay, ich versuche es. Also, das ist sichtbar, okay, das können wir sehen. Das alles kommt von der USA. Alle Gruppen von Abtreibungsgegnern in Europa kriegen Geld und Training und alles von den USA. In Irland, in England, in hier, in der Europäischen Union. Was ich gerne wissen will, weil das ist etwas, das ist auch eine Taktik in den USA, die nicht so sichtbar ist, ist, was sie machen mit den gerichtlichen Institutionen. Zum Beispiel, warum geht es nun so schlecht in den USA? Das ist, weil die Abtreibungsgegner haben in dem Gerichtshof, Richters und in alle bürokratischen Institutionen haben sie Leute installiert können, die gegen Abtreibung sind. Aber das ist nicht sichtbar. Und das passiert auch. Wenn man zum Beispiel guckt nach dem Europäischen Hof der Menschenrechte, was mit dem, da war einem, da sind, okay, now I have to speak English, I'm really sorry. So the last court cases for women, for example, against Ireland, the ABNC case, when this would have happened 10 years ago or 20 years ago, they would have won the case. Why didn't they win? And I think this is where we really have to pay attention. What is happening in the institutions that are finally the ones that are holding up the standards, human rights standards? Homosexuality in the UK was legalized because of a case that was brought by a gay man against the UK. He won the case. Why didn't these women not win the case against Ireland? Well, their human rights were so clearly violated, and I think this has to do with the infiltration of these institutions by the anti-abortion groups as well. But that might be, that's my point. Yeah, thank you. Yeah, no. Hat es jeder verstanden? War das okay? Gut. Ja, also danke für den Hinweis auch nochmal, dass eben auch Institutionen mit deinen lebensschützerischen Positionen unterwandert werden, sage ich jetzt mal, oder infiltriert. Auch Sie, Frau Busch, sind als Pro Familia, da sind Sie ehrenamtlich aktiv, Subjekt sozusagen oder Objekt von Attacke und gleichzeitig sind Sie aber als Pro Familia auch eine Organisation, die im breiten Bündnis gegen die Lebensschützerinnen, Lebensschützer aufruft und kämpft. Was können Sie berichten, wie Sie als eben auch in Ihrer Funktion als Pro Familia mit den Angriffen einerseits und mit Gegenoffensiven arbeiten? Also wir erleben das auf verschiedenen... Ja. Naja, das passt doch viel besser. Ja.
Wir erleben bei Pro Familia auch sehr direkte Attacken. Ne? Also das muss man schon auch sagen. Wir haben ja einige Familienplanungszentren, in denen auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Dort haben wir immer wieder erlebt, dass gegen die Einrichtungen juristisch versucht wurde vorzugehen, um zu unterbinden, dass die Einrichtungen auf ihren Homepages darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Es wurde mit Klage gedroht, es wurde bei der Ärztekammer entsprechend interveniert. Solche Schritte gibt es und das hängt damit zusammen, dass es in Deutschland im Strafgesetzbuch 219a ein Werbeverbot für einen Schwangerschaftsabbruch gibt. Per se heißt es, es ist jedem Arzt verboten, auf seiner Homepage auch darüber zu informieren, dass er Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Also insofern sind wir bei Pro Familia unter anderem auch damit konfrontiert. Wir sind damit konfrontiert, dass es zum Teil Gehsteigberatungen gibt, also nicht nur für Pro Familia Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, auch andere Ärzte, die das beherzt tun in München oder in Stuttgart oder Nürnberg, solange das in Nürnberg überhaupt noch in Stuttgart noch möglich war, die Klinik musste ja schließen. Gab es solche Beispiele für Gehsteigberatungen? Das wollte ich gerade wissen, ob Sie das kennen, also wo diese etwas kruden Lebensschützer innen der bewegten Sorte dann auf der Straße stehen mit ihren Plastikembryonen in der Hand auf die Frauen, die in die Einrichtung hineingehen, zugehen, um sie zu ihrem Glück zu bekehren, also vom Schwangerschaftsabbruch abzubringen, indem sie ihnen zeigen, was sie tun, wenn sie dieses da jetzt töten. Und indem sie ihnen erläutern, wie sie darunter leiden während Zeit ihres Lebens, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch hatten, Stichwort Post-Abortion-Syndrom. Also das sind so auch bei uns die sichtbaren oder mehr oder weniger sichtbaren Geschichten, mit denen wir es auch bei Pro Familia zu tun haben oder die wir zur Kenntnis nehmen, auch wenn sie in der Wirksamkeit über Pro Familia hinausgehen. Also in Saarbrücken gab es einen haushaltsübergreifenden Versand von Plastikembryonen, ja, also mit den einschlägigen Informationsflyern dazu auch nur jedem deutlich zu machen, wo der Hammer hängt, sage ich jetzt mal diesbezüglich. Und so könnte man Beispiele zur Genüge finden, die zeigen, dass sich hier Dinge vollziehen, die eine Wachsamkeit und eine Reaktion brauchen. Man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, ach na ja, das sind so eine üblichen Verdächtigen, so eine etwas ältlichen Fundamentalisten, die einmal im Jahr mit weißen Kreuzchen durch Berlin oder andere Städte marschieren. Aber ganz so ist es eben nicht. Es sind inzwischen erstens immer mehr, sie sind zweitens immer jünger. Diese sogenannte Lebensschutzbewegung säkularisiert sich auch in ihrer Darstellung zumindest. Im Hintergrund ist sie natürlich katholisch-fundamentalistisch untersetzt, so, ne, bis in die Protagonistinnen hinein, die dann immer wieder da auch zu finden sind. Aber sie greifen eben Themen auf und benutzen die auf eine moralisierende Weise sehr gut, die so ein Stück weit die Zeitgeistthemen heute sind. Und an die docken sie sich an mit ihrer Argumentation, Status des ungeborenen Lebens, Schutzwürdigkeit von Leben im Zusammenhang mit Reproduktionsmedizin, Pränataldiagnostik, Lebensschutz am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens und dazwischen, wenn es um Behinderung geht. Und immer ist das Abtreibungsthema mehr oder weniger direkt mit im Boot, wenn es um diese Themen geht. Und natürlich natürliche Familie steht über allem und die natürliche Bestimmung der Frau, Kinder zu kriegen und nicht abzutreiben. Ne, das sind so die Basics. Und die Bewegung ist wirklich sehr vielgestaltig geworden und auch in Deutschland ausgesprochen gut vernetzt. Ne, also das heißt, wir haben nicht nur diese alten bekannten Lebensschutzorganisationen, sondern das reicht bis Pegida, besorgniserregende Eltern, ja, und
Und Demo für alle und gegen Sexualität der Vielfalt. Ich möchte etwas sagen. Zum Beispiel, wenn man nach YouTube geht und Abtreibung oder Abortion einfällt, ist das nur Anti-Abtreibung. Das nicht, auch wenn man googelt. Es ist alles gegen Abtreibung. Und ich glaube, das ist so indikativ, dass das passiert. Aber dann sind wir doch, bleiben Sie ruhig am Mikro, dann ist es doch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, auch zu fragen, diejenigen, die Gegnerinnen des Rechts auf Abtreibung und überhaupt die Antigenderisten sind sehr gut vernetzt, warum sind wir es nicht? Was gibt es für neue Ansätze, was gibt es für Ideen und Kampagnen, uns einerseits den Lebensschützern, egal welcher Couleur, entgegenzustellen und was gibt es für offensive Möglichkeiten, unsere Rechte, unsere Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Ja, Sie haben ganz tolle Beispiele. Also wenn ich das sagen darf, vielleicht erzählen Sie was. Ich möchte es wirklich gerne, wenn das noch nicht alle wissen. Aber Ihre Organisation hat mit lokalen Gruppen eine Drohne, also Nutzung zweifelhafter Technologie, mit Abtreibungspillen über die Grenze nach Polen geschickt. Ja? Wie entwerfen Sie sowas? Ich finde das eine irre Idee. Also das macht ja auch Mut oder fordert zur Nachahmung heraus. Ich glaube, Sie haben noch so viele kreative Ideen. Erzählen Sie uns was davon und machen Sie uns Spaß und Mut, dass wir mitmachen. Okay. Oh, das ist so wichtig. Nein, das geht schon. Also, der Abtreibungsdrohne ist eine Idee, die ich schon lange hätte. Und das ist, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, Connections zu machen zwischen die verschiedenen Worlds. Also die technologische Entwicklung ist sehr interessant und alles, was passiert. Das sind sehr viele nette Sachen. Und wenn da etwas ist, das wir brauchen können für Abtreibungsrechte, dann brauchen wir es, weil es ist schon schief, es ist Internet. Wir haben auch ein Virtual Reality Projekt gemacht, wo wir Banner in, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Das ist eine Layer über die Realität, wenn man durch sein mobiles Telefon guckt. Also das ist alles kompliziert. Aber die Drohne, also wir versuchen alles. Alles, was da ist, was wir okkupieren können für Abtreibungsrechte. Ich glaube, wir wurden vor einer Weil mit dem Drohne sticken, weil da sind noch sehr viele Länder, wo wir dem Kampagnen machen können mit dem Drohne. Und die Idee ist, dass es macht dem Realität sichtbar. Also nun ist es ein Tabu, Leute sprechen da nicht über und dann ist da eine Drohne, die fliegt mit dem Pille über die Grenze. Und die Idee darüber ist, dass wir wollen, dass Frauen wissen, dass da eine Abtreibungspille ist. Und wenn sie das wissen, dann würden sie es finden, wenn sie es nötig haben. Und so, jede unserer Arbeit ist darauf gefokust, dass die Menschen wissen, dass da eine Abtreibungspille ist. Weil in den Ländern, wo es illegal ist, ist es sehr, sehr schwierig, es zu bekommen durch einen Arzt oder einen chirurgischen Abortus ist überhaupt nicht möglich. Eine Abtreibungspille, man kann überall einen Weg finden. Ich glaube, dass sind jeder hier hat kann etwas, also das sind so viele Technologien, die man brauchen kann und Logistik. Ich weiß nicht. Ich habe keine. I don't have a solution. I just there's sometimes there's ja und es macht Spaß auch und ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist ein schweres Thema. Aber es ist auch Spaß, wenn man dadurch brechen kann und etwas anderes, eine andere Vision darauf geben kann. Und ich glaube, dafür ist auch Kunst ist wichtig, weil Kunst ist eine Manier, auch eine neue Realität zu kreieren. So etwas. Aber ich glaube, dass eine große Teller, ja, weil ich glaube, dass wo wir nicht effektiv genug sind, ist auf dem politisches Grund. Und im Ende, das ist, wo
das alles entscheidet werde. So. Ich denke das auch auf jeden Fall. Was wir im Europäischen Parlament nach wie vor haben, ist eine linksliberale Mehrheit, die ganz klar sagt, sexuelle und reproduktive Rechte sind Menschenrechte. Also da glaube ich, dass wir immer noch gut zusammenstehen. Das Problem ist nur, dass es im Moment einfach keine genügende Initiative gibt, das wirklich runterzubrechen und auch zu sagen, okay, die Europäische Union hat im Bereich von Fundamental Rights eine Zuständigkeit und da muss man auch mal einen Schritt nach vorne gehen. Wir sind da häufig in einem sehr defensiven Diskurs, also sozusagen nach dieser Bürgerinitiative, dass wir eben gesagt haben, wir verteidigen das, was es heute schon gibt, aber dass wir häufig den Schritt nicht wagen, zu sagen, wir müssen eigentlich mehr fordern. Und um da ein bisschen rauszukommen, und da habe ich jetzt auch noch mal ein Bild mitgebracht, ihr habt ja eben dieses kleine Logo von One of Us gesehen, das war ja auch so ein buntes Bild, und wir haben uns gedacht, genau um aus diesem Abwehr und diesem Defensiven und diesem Bedrückenden auch rauszukommen, machen wir eine Initiative, man sieht das hier leider nicht drauf, aber die heißt All of Us, also One of Us, und wir machen All of Us, und eben für das Recht auf Abtreibung. Und als wir dieses Plakat für die Veranstaltung im Parlament aufgehangen haben, gab es einen großen Aufschrei, und Martin Schulz ist dann auch des Parlamentspräsident angeschrieben worden von den AbtreibungsgegnerInnen, dass dieses Plakat bitte abgehängt werden muss, weil das ist ja so bunt und so positiv und Abtreibung ist doch was ganz Schlimmes und deswegen dürfen wir dieses Plakat nicht benutzen. Schlussendlich hat dann die Veranstaltung trotzdem stattgefunden, das Plakat durfte auch hängen bleiben. Das hat die AbtreibungsgegnerInnen aber nicht davon abgeschreckt, dann dahin zu kommen und diese Veranstaltung zu kapern. Vielleicht erkennen einige von euch das Gesicht der Dame hier vorne, die die beiden Schilder hochhält. Das ist Beatrix von Storch, eine AfD-Abgeordnete im Europaparlament, die sehr stark diese Opposition antreibt. Und bei der Veranstaltung sind dann eben diese Bilder hochgehalten worden. Es wurde Baby Killers gerufen, You are killing babies. Und da wurde eben probiert, unsere progressive, nach vorne gerichtete Dynamik so früh wie möglich wieder zu unterbrechen und ich im Keim zu ersticken, genau. Und ich glaube, dass das zeigt, dass wir genau solche Sachen sehr viel stärker forcieren müssen. Da haben wir jetzt für diese Veranstaltung mit eben dieser linksliberalen Mehrheit, das wurde getragen von den Grünen, von den SozialdemokratInnen, von der linken Fraktion und von den Liberalen im Europäischen Parlament, um da einfach mal ganz klar zu sagen, wir wollen da einen Schritt vorangehen. Und schlussendlich glaube ich, dass man da eben auch Druck auf die Kommission ausüben muss und sagen muss, sowohl im Bereich von Grundrechten als auch im Bereich von Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen hat die Europäische Union eine Kompetenz und wir müssen dieses Subsidiaritätsargument, was ganz häufig in der Debatte benutzt wird, also dann wird gesagt, wir können das hier im Europäischen Parlament gar nicht abstimmen, weil das müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, dass wir das einfach zurückweisen und sagen, nein, wenn Grundrechte in der Europäischen Union, in den Mitgliedstaaten nicht gewahrt werden, dann muss da die Europäische Kommission einschreiten und dann, glaube ich, kommen wir auch wieder in eine Offensive in der Debatte. Ja, ich glaube, das ist das Problem, das bin ich damit einverstanden, aber das Problem ist, dass auch viele, was du sagst, dass das Gefähr dahin ist, ist auch, dass das die andere Weg geht, glaube ich. Das ist, es ist beide so. Wie ich was ich gesagt habe über den Europäischen Gerichtshof, dass dem Menschenrechtsgerichtshof, dass es mehr konservativ bekommt, auch dem Entscheidungen dort. Das ist auch ein Gefähr, dass das mit Europa passiert. Europa, wenn das anfängt, war als sozialistisch. Das war ein sozialistisches Institut. Und seit einigen Jahren ist das ein konservatives Institut bekommen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst das ändern, dass es wieder ein sozialistisches Institut bekommt. Na gut. Und da ist noch eine andere Sache, die ich sagen will. Ja. Und das ist das, was auch passiert. Und das ist einigermaßen nochmal Kokabascha, ist das. Was ist auch nett, ist, dass, also das ist ein europäisches Problem und einige Frauen wohnen in Ländern, wo Abtreibung ist legal und ich glaube, es ist sehr nett, eine Initiative, die Frauen hilft,
die von anderen Ländern, die nicht das Recht haben. Also Solidarität. Das Solidarität. Und das war die Rechte vorher haben, auch, mit denen, die ja, keine Rechte haben. Zum Beispiel Frauen, die von den Niederlanden müsste vorher nach Spanien fahren. Und das Tourismus, das Abtreibungstourismus ist Teil Europa und das passiert noch immer viel. Okay, endlich, ja. Nicht endlich, um Gottes Willen. Sie sind dran, Sie dürfen Fragen stellen oder was ich auch schön fände, wo haben Sie Erfahrungen für gelungene Aktionen? Sie können gerne Ihre Aktion vorstellen, Frau van Gall. Also auf jeden Fall fände ich es schön, wenn wir hier vor allem darüber reden, wie können wir in der Offensive bleiben oder in die Offensive kommen und alles ist willkommen. Aber Sie können natürlich auch gezielt Fragen an alle drei hier stellen, wenn Sie noch Verständnisfragen haben. Auf geht's, Mikro kommt wie immer zu Ihnen. Kann ich noch etwas sagen? Ja. Grün ist auch gut. Die Europäische Parlament ist Grün gut? Ist auch gut. Sozialistisch oder Grün, nicht konservativ, okay? Ich wusste das ein bisschen. Ja, ja, nee. Habe ich kein Problem mit. Okay, was gibt es da vorne, klar, da hinten meine ich, oh Gott, je nachdem, von wo man kommt. Ja, von Ihrer Seite war vorne, genau. Ja, hallo, Leonie Steinl, vielen Dank für alle inspirierenden Beiträge. Ich wollte gerne fragen, wir sprechen ja über das Recht auf Abtreibung und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir das juristisch verankern können. Ich habe in den USA ein paar Monate gearbeitet bei einer Menschenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit dem Recht auf Abtreibung nach Vergewaltigung im bewaffneten Konflikt beschäftigt und das versucht im humanitären Völkerrecht zu verankern, nämlich in Common Article 3 der Genfer Konventionen. Denn auch da ist die USA sehr mächtig, und zwar gibt es da eine gewisse gesetzliche Regelung, die vorschreibt, dass sobald eine humanitäre Organisation Spendengelder von den USA entgegennimmt, darf sie keine Abtreibungen durchführen. Und da fast alle großen humanitären Organisationen Spendengelder von den USA beziehen, betrifft dieser Helms Amendment Clause oder Abortion Ban eben auch alle großen humanitären Organisationen. Und das wollte ich einfach hier mal bekannt machen und auch gerne von Ihnen dazu hören. Hier vorne. Frau van Gall? Ja, wir können abgeben. Genau, vielleicht auch nur ganz kurz, weil es netterweise schon ein paar Mal. Achso. Mein Name ist Anna Gall und ich bin Mitfrau bei Chacha Basha. Wir sind eine Gruppe von Aktivistinnen hier in Berlin, polnisch, unter anderem polnisch sprechende Frauen, die polnischen Frauen oder Frauen aus Polen dabei Unterstützung hier in Berlin Abbrüche durchführen zu können. Wir stellen Übersetzerinnen zur Verfügung, wir organisieren die Beratung, wir organisieren die Termine in den Kliniken oder in den Praxen konkret. Es ist eine ganz, ganz tolle Gruppe. Uns gibt es auch noch gar nicht so lange. Wir bekommen große Unterstützung auch von Rebecca und von anderen Organisationen. Was wir aber unbedingt bräuchten, sind polnische Übersetzerinnen noch. Also hier auch nochmal gerne, also wenn, wir können alles was tun, unter anderem aber auch uns bei Unterstützung, bei Übersetzung unterstützen. Ihr findet uns alle auch bei Facebook unter Chacha Basha mit der entsprechenden mit der entsprechenden Nummer und auch eine E-Mail-Adresse. Ansonsten bin ich auch noch ein bisschen hier. Vielen Dank aber für dieses tolle Podium und für diese unglaublich wichtige Diskussion. Und ich hätte nämlich auch noch im Anschluss auf diese Frage, wissen Sie, Frau Busch zum Beispiel, oder vielleicht auch Frau Unmüßig oder auch Terry, wie das mit der EZ in Deutschland ist? Gibt es gerade eine Tendenz, tatsächlich auch solche Entwicklungszusammenarbeit, genau. Also wie Gelder beim BNZ tatsächlich dafür vorgesehen werden, sexuelle und reproduktive Rechte in Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit dafür bereitgestellt werden oder vielleicht auch gerade wieder zurückgeschraubt werden. Das würde mich auch nochmal interessieren, was hier in Deutschland eigentlich passiert. Gibt es weitere Wünsche? Ja, gerne. Hier die. Machen Sie bitte den Finger so oder die Hand so weit hoch. Ja, hallo. Ich bin mit der Thematik das erste Mal. Sagen Sie auch, wer Sie sind? Ich heiße Lara Herning. Ich bin mit der Thematik in Kontakt gekommen in meinem Jurastudium. Da haben wir sehr viel über den Paragraphen 218 geredet. Da war auch eine Auswirkung davon ja auch, dass es gewisse Notwehr- und Notlagerechte auswirkt. Und dann bin ich über einen Fall mal gestolpert, da wurde eine Frau 9 Tage in einen Keller eingesperrt, um nicht abtreiben zu dürfen oder zu können. Und dieser Fall wurde dann irgendwann im BGH entschieden in Deutschland. Und
dem Mann wurde dann Recht gegeben, dass er das durfte, weil er natürlich im Interesse des Kindes als Notstand gehandelt hat. Und deswegen wollte ich einfach nochmal betonen, es hat nicht nur so eine moralische Auswirkung, sondern auch eine tatsächlich juristische. Okay, noch eine und dann gehen wir zurück aufs Podium. Hallo, ich bin Eva-Lotte Rother. Ich bin noch nicht so lange in dem Thema drin und habe eine ganze Menge Halbwissen, glaube ich, im Kopf. Und das eine, was ich wissen wollte, ob irgendwer von euch da mehr zu weiß ist, Rebecca hatte gesagt, natürlich Abtreibungspillen sind eine gute Variante. In Deutschland ist es halt, wird Abtreibung von Ärzten vorgenommen. Und ich habe im Kopf, dass also ich bin mir nicht sicher, wie viele Ärzte das tatsächlich machen und ob die das, ob Ärzte das verweigern können, was für eine Ausbildung da ist und auch wie viele Ärztinnen nachkommen sozusagen, die sich damit auseinandersetzen. Und ich wollte wissen, ob ihr dazu was wisst oder sagen könnt, weil ich im Kopf habe, dass irgendwer erwähnt hat, dass es da in Deutschland auch tatsächlich einen Bedarf gibt an Ärzten, die das machen und dass das ein Problem ist und dass das auch was wäre, was vielleicht im Medizinstudium mehr berichtet werden müsste. Aber da würde ich gerne noch mal mehr Informationen zu haben. Ich würde vielleicht gerne mit dem letzten anfangen und dann müssen wir uns so durcharbeiten. Ne? Also, ich erinnere mich ja gar nicht mehr die Frage. Aber Frau Unmüßig hilft uns. Oder der Saal. Also die Situation ist tatsächlich diffizil. Ne? Also wir haben zum einen die Tatsache, dass ja auch Ärzte strafrechtlich in diesem Kontext benannt sind und mithin kriminalisiert sind, sich in einem Kontext bewegen, wo sich jeder Arzt fragt, naja, will ich eigentlich an sowas, was so gesellschaftlich und juristisch missbilligt ist, überhaupt mitwirken? Wir haben dazu den Sachverhalt, dass die Mitwirkung an Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland unter den Gewissensvorbehalt jedes Arztes gestellt ist. Das heißt, jeder Arzt kann in jedem Einzelfall oder generell, ganz wie es ihm beliebt, sagen, ich wirke an der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen mit oder nicht mit. Und diese rechtlichen Ausgangsbedingungen führen dazu, dass die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen kein Ausbildungsbestandteil in der Ausbildung von Fachärzten für Gynäkologie ist. Die Weiterbildungsordnung für Fachärzte für Gynäkologie sieht zwar vor, dass sie etwas hören über die Beratung im Zusammenhang eines Schwangerschaftskonfliktes, aber nicht das Lernen von Schwangerschaftsabbrüchen. Die lernen irgendwie andere Handlungen, die dem nahe kommen, aber sie lernen nicht die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen auf den entsprechenden modernen Niveaus, die international dazu ja auch in Leitlinien und in praktischen Erfahrungen vorliegen. Und das macht klimatisch eine Situation, die viele Ärzte tatsächlich das Thema Schwangerschaftsabbruch, ich sage es mal so ein bisschen lax, mit spitzen Fingern anfassen lässt. Und mich hat sehr bedenklich gestimmt, dass letztens ein Arzt einer großen Berliner Klinik, in denen auch viele junge Ärztinnen zu Fachärzten für Gynäkologie ausgebildet werden, sagte, 2/3 der dort seienden jungen Ärztinnen wollen nicht an der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen mitwirken. Und das sind genau die Ärzte, die nach ihrer Ausbildung in Niederlassungen gehen. Und das ist der Unterschied zu den Niederlanden. In Deutschland in erster Linie in Niederlassungen, in ihren niedergelassenen Praxen beziehungsweise in Praxiskliniken, in die sie sich dann mal für einen Wochentag einkaufen, die Schwangerschaftsabbrüche dort durchführen. Das heißt, wir haben zwar im Moment noch die scheinbare Situation, dass es überall so einigermaßen läuft. Wir können aber nicht sagen, wie die Tendenzen sind. Es gibt Signale aus einigen Regionen in Deutschland, dass es schwieriger wird. Und das wäre durchaus mal ein wichtiges Thema, näher zu untersuchen und zu betrachten. Es würde ein Mausklick bedürfen und das Statistische Bundesamt könnte eine Grafik an die Wand werfen, wie sozusagen die Ärzteverteilung bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
in Deutschland ist, aber da das ja datenschutzrechtlich nicht geht, wird das auch nicht gemacht. Also wir haben keine Befunde über die tatsächliche Versorgungssituation, außer dass wir Erfahrungsberichte haben, die uns ernsten Anlass zur Sorge geben. Und wie gesagt, dass es kein Ausbildungs-, kein Bestandteil der Weiterbildungsordnung ist, das ist schon ein spezieller Fall. Kann ich etwas fragen? Bist du medizinischer Student? Ah, okay. Sind da Leute hier, die das sind? Weil da ist eine internationale Gruppe. Da sind internationale Gruppe, Students for Choice, und das hat man in viele, viele Länder, die auf dieses Thema arbeiten. Und wenn die Studenten hier Interesse haben, damit Kontakt aufzunehmen, dann kommst du nach mir und dann kann ich dann später eine E-Mail schicken vor. Wie man darauf arbeiten kann, weil das da ist, auch in den USA ist da viel zu tun, über dass das nicht immer Universitäten gegeben wird. Ja, so, wenn du das willst, dann. Super. Frau Busch, können Sie vielleicht nochmal auf die ganze Thematik, die Rechte von Ungeborenen im Leben, ja, genau. Naja, das ist wahrscheinlich das, was hinter diesem Beispiel, das Sie benannt haben, steht. Ne? Also das ist schon interessant, das wissen viele, auch jüngere, aktivistisch bewegte Menschen auch nicht. Es gibt eine Rechtsgrundlage, die handlungsleitend ist in Deutschland und die wie in Stein gemeißelt wirkt, nämlich zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichtes. Einmal das Urteil von 1975 zur Abtreibungsfrage, zum zweiten das Urteil von 1993. Darin wird festgelegt, dass das embryonale Leben, dass der Fötus von Anbeginn an unter dem Schutz des Staates steht und dass sich dieser Schutzauftrag, den der Staat übernimmt, in der Situation einer Interessenkollision, wenn eine Frau was anderes will, aus dem Grundgesetz Artikel 1 und Artikel 2, Schutz der Würde des Menschen und der körperlichen Unversehrtheit etc. pp., ergibt. Das ist die Lesart. Und daraus folgt in der Konsequenz, ich zitiere mal aus dem BVG-Urteil, weil das wirklich zitierenswert ist, der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren. Das ist der Ausgangspunkt der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland für die rechtliche Umgangsweise mit diversen Situationen und den Gestaltungsspielräumen, die wir haben. Das heißt, das hat dann möglicherweise eine Wirkung bis in so ein Beispiel hinein, das Sie beschreiben. Ich würde vielleicht noch einmal ganz kurz was zu dem Thema Entwicklungszusammenarbeit sagen, was ihr zwei auch nochmal angesprochen hattet. Die Situation in Deutschland kenne ich so konkret nicht, aber nochmal, diese Europäische Bürgerinitiative hatte das auch explizit zum Ziel, dass eben die Europäische Union ist die größte Geberin von Entwicklungsgeldern auf der Welt und dass eben da nur noch Gelder fließen, wenn es, und da war auch nicht nur das Thema Recht auf Abtreibung, sondern da waren allgemein Familienplanung und zum Beispiel auch Zugang zu Verhütungsmitteln war damit in der Debatte drin. Was ich auch nochmal völlig absurd finde, man will eben nicht nur das Recht auf Abtreibung angreifen, sondern man will darüber hinaus auch das Recht auf den Zugang zu Verhütungsmitteln unmöglich machen. Und da wurde ganz explizit von der Kommission das zurückgewiesen. Ich verteidige sonst die Europäische Kommission nicht so häufig, aber da wurde nochmal ganz klar gesagt, dass es Teil von internationalen Abkommen ist, dass die Millennium Development Goals, die Millennium Entwicklungsziele heißen die wahrscheinlich auf Deutsch, dass sie das ganz klar vorsehen und dass sich die Europäische Union dazu bekennt und dass es deshalb überhaupt nicht überhaupt nicht in Frage kommt, dass man dahinter zurückgeht. Und ich glaube, das war auch nochmal ein wichtiges Zeichen, das in der gesamten Debatte zu stärken. Und dann finde ich, für die USA müssen wir hoffen, dass Hillary Präsidentin wird und diese schreckliche Bush-Gesetzgebung. Nein, aber ich glaube, in dem Bereich könnte sie auf jeden Fall positive Impulse setzen, weil diese Regelung kommt ja aus der Bush-Administration und dass das wieder zurückgedreht wird, ist absolut zentral. Ja, gibt es jetzt noch Fragen, die auf den Nägeln brennen, oder gibt es noch
schöne Ideen, wie wir dem Unerhörten, nämlich dem Menschenrecht auf Abtreibung, Gehör schaffen können. Gibt es Ideen? Sie haben sich noch gemeldet, hier in der Mitte. Sie können nur entdeckt werden, wenn Sie Ihren Arm hochmachen, genau. Sorry, I need to speak in English. I'm Zheng Weicheng, I come from Taiwan, and I have two questions, just a simple question, because I have some difficulty understanding. So one is for Miss Umuzish. Miss Bush. I guess. Yes. So because I know that in the United States concerning abortion discourse, there are two groups. One is pro-life, that is against abortion, and the other is pro-choice, that is for legalizing abortion. But your organization is known as a pro-family, so I am wondering what is this position like? Yeah. And the other is for Dr. Combat. Because I admire your courage and your devotion for women to legalize abortion and to teach them how to use the abortion pills. But still, when watching the movie, I have a feeling because. Even though women get access to safe abortion, they still will have a mental difficulty when they need to decide yes or not to abort. Then do you also cooperate with organizations that teach local people how to use contraception such as condoms? Yeah, so that's my two questions. Mm-hmm. Thank you. Ja, ganz herzlichen Dank. Gibt's jetzt noch? Okay, noch eine und dann machen wir eine Schlussrunde. Ja, Ulrike Lemke, ich bin Rechtswissenschaftlerin. Ich wollte noch mal kurz was aus der juristischen Perspektive sagen, was vielleicht nicht ganz so desaströs ist wie das, was wir jetzt alles gehört haben, was alles richtig ist. Das Bundesverfassungsgericht spricht ja explizit von einer Austragungspflicht und ich glaube, wenn wir in einer geschlechtergerechten Gesellschaft leben wollen, dann geht das so nicht. Ich wollte nur sagen, ich glaube zum einen, man kann das Bundesverfassungsgericht, was sich da nicht so bewegen wird und in nächster Zeit, glaube ich, noch nicht so bewegen kann, kann man nur überspielen, indem man über die Menschenrechte geht. Und tatsächlich ist es so, die deutsche Verfassung bietet jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, obwohl es da durchaus Juristinnen gibt, die kreativ sind. Und ich würde herzlich dazu einladen, auch diese mit ins Boot zu holen, wenn man was macht. Sondern auf der menschenrechtlichen Ebene gibt es einfach ganz viele Ansatzpunkte von ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren und die bekannter zu machen und zu nutzen, auch für eine deutsche Debatte, glaube ich, wäre eine wichtige Möglichkeit. Und dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, die Schweiz, also wir haben jetzt ein bisschen darüber geguckt, die Schweiz hatte jetzt vor kurzem, ich glaube letztes Jahr oder so, gab es eine Kampagne zur Frage, wer finanziert Abtreibung und das schlug alles große Wellen, sah erst gar nicht so gut aus und da gab es eine Aktion. Da haben dann Abgeordnete des Schweizerischen Parlaments sind eine Minute vor eine Kamera gestellt worden und sollten in einer Minute sagen, warum das jetzt ein Menschenrecht ist und für Frauen und für die Gleichberechtigung ganz wichtig. Und das haben ausgesprochen viele getan. Ob das in Deutschland so klappen würde, weiß ich nicht, aber ausprobieren kann man es mal. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir werden die Fragen beantworten. Ich gebe Ihnen dreien, aber auch noch die Gelegenheit, weil das dann Ihr Schlussstatement sein wird, auch aus Ihrer Sicht noch was anzusprechen, was Sie unbedingt noch sagen wollen, aus Ihrer Perspektive, was uns in die Zukunft weist. Ich würde gerne wieder mit Ihnen anfangen, Frau Busch. Die Fragen sind Ihnen noch geläufig, ne? Nicht mehr wirklich. Aber was ich mir erhoffe, ist, dass das ist vielleicht, ich sage das dann gerne so, das Gute am Schlechten. Ne? Also wir haben ja auf der einen Seite den Befund, dass es diesen Backlash gibt, diesen erstarkenden Gegenwind international und den wir auch hier in Deutschland verspüren. Und ich hoffe, dass das Gute am Schlechten ist, dass das auch zeigt, wieder sehr deutlich macht, dass auch bezogen auf das Abtreibungsthema in Deutschland nicht alle Messen gesungen sind und wir uns nicht einfach zurücklehnen können und sagen können, ach, geht's uns gut, sondern dass wir in einer fragilen Situation sind, wo die errungenen Rechte, die wir haben und die sogar dringend einer weiteren Ausgestaltung bedürfen,
zur Disposition gestellt sind und worüber ich mir wünsche und hoffe, dass sich, ich sage jetzt mal verkürzt, Pro-Choice oder wie auch immer, sich artikulierende Initiativen besser miteinander verbinden, um auch Grabenkämpfe, die es durchaus auch unter FeministInnen gibt, mal ad acta zu legen an den Stellen, wo es tatsächlich darum geht, für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch als Menschenrecht sozusagen an so einer Stelle gemeinsam zu fighten, aber auch respektvoller die durchaus unterschiedlichen Sichtweisen auf diverse Themenfacetten miteinander zu diskutieren. Das würde ich mir wünschen und das könnte uns gut voranbringen. Rebecca. Okay, zuerst kontrazeptiv. Ja, aber kontrazeptiv ist nicht so kontroversiell. Kontrazeptiv sind legal in der ganzen Welt. Und es sind sehr viele Organisationen, die da mitarbeiten, Kontrazeptive nicht nur bekannt zu machen, zu verbreiten, dass Frauen das kaufen können und das leisten können. Das Problem mit Kontrazeptiven ist, dass viele sind noch, da ist nicht so viel, der Pille, des Kondoms, der IUD, aber viele auf diese Kontrazeptive sind noch nicht, the unmet need, I need to speak the English to you, right? Because you don't understand German. Okay, so very shortly. Contraceptives are legal everywhere. Women can access it. There's a lot of organizations that work to make it available around the world cheaply. The problem is actually that a lot of the contraceptives that are available don't respond to women's needs. Sometimes women want to have, like, they don't have sex all the time, so they don't want to use the pill because the pill you have to swallow every day. They don't want an IUD because the IUD hurts when they have the menstruation. You know, so I think there's still space for innovation for contraceptives, and there's not enough money to fund this kind of research because, you know, guys, all the decision makers, they say, well, there's enough, women should deal with it. So the other thing is pro-life and pro-choice. I use neither terms. I say anti-abortion rights and abortion rights because I think they're both very bad terms, also pro-choice, because for a lot of women, an abortion is not a choice. It's a decision they have to make in the course of their life. And a lot of women don't experience it as a choice. They would rather not have been pregnant. And if they had a choice sometimes, they would have had a partner or money or whatever, they would have wanted to continue the pregnancy. So that's the other thing. What else? That answered your question? Yeah. I think that what we sometimes do is that that laws are too much directive of our behavior. And I think it's what happens is that often people are already determining for themselves what is allowed and not, and that creates a lot of self-censorship. Laws are open for interpretations, but you have to dare to look for that space where it might be a little bit illegal, but it might also not. And I think subversive, we call it subversive. Yeah, bend, we always say bend the laws, don't break them. But I think it's very important as activists, if you want to change the world, that is the space where you have to work. You cannot stay within your comfort zone. Yeah. Ich glaube, eine Sache, die mir nochmal wichtig wäre zu sagen, wo wir auch über Gegnerinnenschaft gesprochen haben, das ist gerade eins der Themen, die die europäische Rechte sich vornehmen, neben diesen ganzen Flüchtlingsdebatten, die wir führen und allgemein dem Anti-EU-Hetze, die da läuft. Aber das ist eins der Themen, wo die eine Schwachstelle sehen und das ist ein Angriff auf Menschenrechte. Ich glaube, dass das viel, viel weiter noch gedacht werden muss als nur in dem Kontext von Schwangerschaftsabbruch. Und wenn wir uns da nicht klar dagegen stellen und meines Erachtens eben auch wieder stärker
stärker in die Offensive kommen, dann ist es ein Einfallstor, was andere Frauenrechte angeht. Und ich glaube deshalb, dass es ganz, ganz wichtig ist, also wir im EP machen natürlich die Sachen, aber ich glaube, dass es auch wieder ein Thema werden muss, wo wirklich große Demonstrationen zu stattfinden, ja? Also wo wirklich Leute auf der Straße sind, weil wir können immer nur so stark sein, wie auch eine Bewegung, die außerhalb der Parlamente hinter uns steht. Und deshalb glaube ich, dass jedes Mal, wenn die Demo für alle in Stuttgart marschiert oder die Pegidas in Dresden oder wo auch immer, dass wir halt doppelt so viele sein müssen, die dagegen stehen. Und nochmal auf diesen ganzen, auf die ganze juristische Debatte. Ich glaube auch, dass man da von europäischer Seite auch über das Thema Grundrechte und Geschlechtergleichstellung, weil meines Erachtens nach kann es keine vollständige Geschlechtergleichstellung geben, wenn dieses Recht auf sexuelle und reproduktive Rechte inklusive des Rechts auf Abtreibung nicht wirklich umgesetzt ist. Wenn wir da nach vorne gehen und sagen, da muss es Initiativen von europäischer Ebene geben. Und dann glaube ich, dass wir das auch wieder so hoch auf die Agenda setzen können, dass es wirklich wieder Hunderte und Tausende von Menschen auf der Straße gibt. Und ganz vielen Dank. Ich glaube, dass genau solche Veranstaltungen wie hier da eine erste wichtige Inspirationsquelle sind. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht zu diskutieren. Danke. Ja, ich glaube, jetzt hast du schon die Abmoderation gemacht. Danke. Danke für die Übernahme meines Jobs, der Abmoderation. Also ich möchte auch einfach nochmal euch allen dreien ganz, ganz herzlich danken. Es war informativ, inspirierend, mutmachend, die Herausforderungen skizzierend. Und ich wünsche mir wirklich, dass Sie mit diesen Informationen und mit diesen auch Ideen, wie wir handeln können und wie wir uns eben nicht nur zur Wehr setzen über das, was wir erreicht haben, sondern wo es auch neue Spielräume, die wir uns erobern müssen, gibt im Recht, in der gesellschaftlichen Debatte. Das hat mir selber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel auch gebracht. Herzlichen Dank allen dreien, Thierry, Rebecca und Ihnen, Frau Busch. Großen Beifall nochmal, bitte. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt einfach weitere gute Diskussionen hier im Haus oder Erholung und Erfrischung und in irgendeiner Form auch ein schönes Wochenende. Tschüss.